Ich hab noch nicht mal Surfer. Ja. Oh, danke. Okay, so viel zum Thema, schmeißen wir Kapels oder Morabel raus. Wir brauchen da mal was zum Surfen. Was ist das hier für ein Schalter? Ah. Ah, jetzt kann ich. Ich hoffe, dass die Schalter auch aktiviert bleiben, weil ich muss mich halt einmal heilen. Habe ich mal eben spontan Surfer bekommen? Die Frage ist halt auch sowieso, wo wir potenziell weiterkommen, weil rechts aus der Stadt war natürlich auch noch ein Weg. Aber mit Surfer haben wir natürlich auch super viele neue Möglichkeiten, ne? Und super viele neue Möglichkeiten, auch neue Wasser-Pokémon zu fangen. Weil wir sind jetzt hier. Und die Route haben wir hier gesehen. Die Blizzard Slopes. Und dann geht's quasi hier weiter. Aber mit Surfer könnten wir ja potenziell dann auch hierhin zurück und könnten dann überhaupt erstmal hier super viele Wasserrouten abarbeiten. Das wäre natürlich schon praktisch. Aber konnte man hier nördlich aus der Stadt auch raus? Frage ich mich gerade. Gut, hier war das Museum, ne? Von hier aus ja irgendwie nicht. Vielleicht von hier irgendwo. Wenn ich mal kurz gucke. Weil hier war eingefroren. Und hier war die Route. Huch, okay. Also irgendwie kann man auch hier nördlich raus oder eben von der Heimatstadt aus nach unten. Aber so oder so hätten wir dann auf jeden Fall noch mal viele Möglichkeiten, was zu erkunden. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal die Arena fertig. Und dann müssen wir mal gucken, was wir mit unserem Team machen. Die Schalter noch? Ja, perfekt. Und dann haben wir, wie gesagt, super viele Möglichkeiten, wo wir hinwollen. Wenn ich weiß, wie ich aus dieser Stadt wieder rauskomme. Weil laut der Karte kann ich einfach nach oben surfen, aber da habe ich jetzt nicht so viel von gesehen. Aber erstmal Arena, damit wir überhaupt surfen können. Und dann können wir uns auch überlegen, ob wir uns noch ein Frostdead hier fangen wollen oder nicht. Immer gespannt. Ich habe jetzt auch nicht nochmal extra gelevelt, weil das geht eigentlich bis dato. Mal gucken, wir können ja zur Not immer noch leveln, wenn wir jetzt auf die Nase bekommen. So. Dann schauen wir doch mal. Du startest mit Schnepke. Level 35, ja. Das ist schon mal ein bisschen höher als manch anderer aus meinem Team, aber es geht auf jeden Fall. Ist das jetzt Arena Nummer 3? Das dürfte Arena Nummer 5 sein. Aber du warst nah dran. Wir hatten Elektro, Boden, Wasser, Pflanze und jetzt Eis. Aber schön, dass es keiner von euch mehr weiß, welche das eigentlich ist. Wir hatten halt im letzten Stream zwei Arenen gemacht. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, sich das zu merken. Ah, Frostedt hier ist natürlich immer so ein Fall für sich als Gegner. Und ich habe halt leider auch nur ein Flammenrad und kein Flammenwurf. Dafür fehlt vermutlich noch die Feuerarena. Das Spiel hat ja auch mindestens zwei Regionen. Komplett Tunot heißt die Region und nochmal komplett Johto. Also auf jeden Fall 16. So, Schnepke, Frostettje. Glaceola. Ah, die haben schon alles die Pokémon, die wir hier auch schon in der Gegend gesehen haben. Also jetzt nichts bei, was mich bis dato überrascht hat. Aber was ist jetzt das Signature-Pokémon Mamoodle? Fragezeichen. Wunschtraum. Und ein Item hast du auch noch. Okay. Und das gleicht sich mit der Verbrennung so ein bisschen aus.
Wir müssen nur dran denken, dass der Wunschtraum dann sich gleich noch aktivieren wird bei dem letzten Pokémon. Eis ist halt... Oh, das ist auch okay. Nicht unbedingt so der stärkste Typ leider für ein Monoteam. 37. Yay! Der Wunschtraum. Aber ich hätte halt schon gerne einen Eisstrahl als Arena-Attacke. Den habe ich noch nicht gesehen, deswegen habe ich Angst, dass es einfach nur Eishieb ist. Oh, es brennt. Brennende Snibunna sind mir die liebsten Snibunna. Ist auch nur ein Hypertrank, das heißt, die Verbrennung bleibt. TM Eiseskälte. Ja. Aber sie klammert sich auch an ihr Snibunna gerade. Fairerweise, die anderen Pokémon waren irgendwie alle sehr schnell platt. Aber ist schon krass. Ich meine, ich habe jetzt ja noch nicht mal irgendwie so einen absoluten OP-Hardcounter. Ich meine, ja, ich habe Makani mit Flammenrad. Aber ne, den habe ich in der letzten Arena auch gehabt. Deswegen ist schon eigentlich interessant, dass das hier schon wesentlich leichter ist als die Pflanzenarena. Darf ich jetzt? Eventuell? Burn? Regel. Ach nee, ich tau mich ja eh wieder auf. Okay, alles gut. Der Burn hätte aber auch geregelt, alles gut. Ja, das war angenehm. Würde ich mal so sagen. 1480. Da haben wir unseren Orden. Wir können jetzt Surfer einsetzen. Oh! Was? Ich soll Eisstrahl mit einer Elektroattacke zusammen nutzen für die perfekte Coverage? Okay. Aber das war echt angenehm. Jetzt ist nur immer noch die Frage, welches Pokémon wir mitnehmen. Nehmen wir Glaciola mit der Speckschicht und einem ordentlichen Spezialangriff? Oder nehmen wir Frostettie mit? Ich meine, unser Frostettie hat jetzt natürlich ein blödes Wesen gehabt, aber ich glaube, auch mit dem richtigen Wesen hätte Glaciola vermutlich trotzdem mehr Spezialangriff. Glaciola hat halt, wie gesagt, nur den Eistyp und Frostettie hat halt Eis und Geist. Deswegen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist voll schwierig. Ehrlich gesagt. Frostettie hat halt auch so ein bisschen den Vorteil mit dem Geisttyp, dass es natürlich auch Immunitäten hat. Ich glaube, so oder so müssen wir uns erstmal ein neues Frostettie fangen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ja, du möchtest gar keinen mitnehmen und möchtest lieber Absol. Aber ich frage mich immer noch, wie ich nördlich aus der Stadt rauskommen soll mit Surfer. Weil, ne? Und da ist auch zu. Oh, ich wollte gar nicht durchs hohe Gras durch. Ich hätte halt immer noch gerne einen Mopsy, aber wer weiß, ob es hier überhaupt Mopsys gibt und wenn ja, wo, ne? Ich bin mir so unsicher. Ich mache jetzt einfach den absoluten Pro-Tipp. Moment. Muss ich mal kurz dafür die Musik klauen. Pokémon Glazed Spiel. Lass mich mal gucken. Ist jetzt richtig geschrieben?
Was haben wir denn da? Das sind die Gen 1 Pokémon, Gen 2, da ist Gen 3. Pluslemina, Roselia, Weimar, Nummel. Also ist auf jeden Fall in der Liste drin, dass es das gibt. Aber es steht nicht hinter wo. Das ist doof. Also jetzt zum Beispiel hinter Absol steht dann North Coast Park, aber hinter Seemob steht es nicht hinter. Verdammt. Warum nicht? Jetzt gibt es schon da extra ein Wiki für und dann steht es nicht drin. Ich bin enttäuscht. Warum nicht? Echt mal nur ein Stern, schlechter Hack. Vielleicht habe ich ja hier mehr Glück. Ich wollte die Seite nicht speichern, ich wollte die Suche aktivieren. Das ist eine lange Liste. Moment. Ich gebe nicht auf. Höhen. Das war etwas zu weit. E. E? Gagaba, Reptine. Gewaldrum, Mudkip. Zigzags, Nunkada. Knilz. Wingull, Pelipper, Kecleon, Milotic, hier, Dings, Frizzleblitz, Glalie, why not? Absol. Gardevoir, Metang, Yikes. Seemob steht nicht drin. Fields Omega Batman. Da ist nämlich noch eine Liste gewesen, unterteilt so in Kanto, Johto, Höhen. Ich meine, es kann immer sein, dass sie nicht komplett ist, aber Seemob stand nicht drin. Dann gucken wir doch nach einem Frostedt hier. Ich meine, es kann immer sein, dass solche Listen, der Hack hat ja auch super viele Updates bekommen, dass solche Listen halt einfach nicht vollständig sind und es vielleicht doch irgendwo einen Seemobs gibt. Und dann können wir uns ja immer noch eins schnappen. Aber für den Moment habe ich da auf jeden Fall keine Infos gefunden. Hätte ich auf die gleiche Weise gucken können, wo der Entwicklungsstein für Kibo ist? Ja. Habe ich das getan? Nein. Aber das hatte mich jetzt wirklich mal interessiert. Hack sofort abbrechen, es gibt keinen Seemops, oder? Zumindest habe ich da jetzt keine Info spontan gefunden. Hätte jetzt natürlich auch noch irgendwelche YouTube-Videos durchforsten können. Da gibt es bestimmt auch genug Let's Plays zu. Dann suchen wir ein Frostedtje. Dann könnt ihr euch schon mal einen Namen überlegen. An die Leute, die das Spiel kennen, auf dem unsere Namen basieren. Ob es irgendwas Passendes dafür gibt. Ich hatte nämlich gerade meine Liste nicht offen. Nein, du kommst schon mal nicht mit. Wieso kann ich vor dem Rosanna nicht fliehen? Das finde ich jetzt nicht so nett. Ich meine, den ersten Teil denke, Rosetti ist ja auf jeden Fall weiblich. Kyoko fände ich eigentlich ganz passend, weil Kyoko auch helle Haare hat und Frostedtje halt auch quasi hell ist. Na, das ginge.
Ansonsten. Zweiter Teil. Und im dritten Teil hätten wir Kirumi, fände ich auch ganz passend. Das hatte ich auch gerade, glaube ich, mal im Chat gelesen. Oder Himiko. Himiko wäre halt auch sehr passend, ne? Warum bekomme ich jetzt eigentlich nur noch Rosannas? Hier unten auch noch Wiese eigentlich? Hier war Ende. Ich mag Angie nicht. Deswegen. Also ja, es wäre auch ganz passend, aber ich mag sie nicht. Gib mir mein Frostett hier wieder. Ist hier irgendwo noch eine größere Wiese? Da. Aber irgendwie kommen jetzt so alles andere Pokémon, aber nicht die, die ich haben will. It's magic! Ja. Hatte Jan eigentlich sich zwischendurch mal gemeldet, jetzt wo ich kurz so drüber nachdenke? Nein, Jan hasst mich, confirmed. Celeste wäre für mich eher ein Feuer-Pokémon. Aus Gründen. Bin ich ein gemeiner Mensch? Vielleicht. Meine Güte. Vorhin kamen doch so viele Frostettchen. Wieso kommen jetzt nur noch Rosanna? Kai! Warum? Ruf deine Rosanna-Armee zurück. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Was ist das überhaupt für eine Zonkwiese? Mit Botogel und, hier, Rosanna. Boah, wenn das so weitergeht, brauche ich noch einen Rosanna-Emote. Eclairgasm. Ich überlege gerade, Hiyoko war aus dem zweiten Teil, oder? Das war der eine Charakter, den ich auch überhaupt nicht leiden konnte. Wieso schlagt er immer all die Charaktere vor, die ich nicht mag? Angie, Hiyoko. Tut mir das nicht an. Ja, Wuckel, genau. So. Jetzt wollen wir mal kurz wechseln. Hier habe ich eine Pilzspore drauf. Ich vergaß. Okay. Mit Arcani funktioniert das schon mal nicht. Problem ist, ich will halt ungern irgendwen anderes nach vorne packen. Weil ich dann potenziell nicht fliehen kann und das ist nervig. Na gut. Ist ja nicht schlimm, wenn ihr keine Charaktere kennt. Alles gut. Ihr habt dann einfach andere Dinge, auf die ihr antworten könnt im Chat. Ali, das stimmt sogar. Ich möchte fliehen. Das ist halt das Problem, was ich mit Arcani nicht habe, aber Arcani tötet leider alle Frostettje. Nein, Rosanna, geh weg! Oh. Warum? Ich will doch nur ein Frostettje und ich will es schwächen können. Meine Güte. So. Ich hoffe...
Rette sich weg. Wie kann ich mich überhaupt selber verletzen? Ich habe nichts eingesetzt, was weh tut. Und ihr so? Ich glaube, ich muss meine Trauer gleich nochmal mit Nudelauflauf heruntertränken. Selbst einschläfern wäre lustig gewesen, ja. Aber Sora, ich glaube, abseits von dem, was du schon genannt hast, wäre der Reiz aber sowieso raus, weil sowohl Jan als auch ich die komplette Danganronpa-Reihe schon kennen, inklusive Anime. Dementsprechend, wir wüssten ja sowieso bei jedem Kapitel schon, was passiert. Deswegen, ich glaube, da wäre die Luft sowieso raus. Jetzt ist es sowieso zu spät. Also wenn man muss, dann das wirklich blind streamen, was halt Selbstmord wäre mit dem ganzen Backseat-Gaming und den ganzen Spoilern. Und das ist komplett auf Englisch und so. Aber abseits davon, wie gesagt, ich glaube, jetzt wäre eh zu spät. Ich hoffe einfach, dass das diesmal ein vernünftiges Wesen hat. Achso, Spitznamen kann ich dir auch gleich noch geben. So. Und jetzt... Ach ja, muss ich noch zurück. Ich werde jetzt auch für das kleine Stück einfach noch Schutz aktivieren, einfach aus Prinzip. Oh, mein Handy hat vibriert. Vielleicht hat Jan mich doch nicht vergessen. So. Kannst meine Shia schon mal wieder haben. Einmal heilen und dann hoffen wir einfach mal, dass wir das Frostädtchen jetzt tatsächlich auch mal mitnehmen können. Ah, sehr schön. Jan kommt bald nach Hause. Das ist gut. Wo? Da wieder hin. Das ist immer so ungewohnt, am Wochenende alleine zu sein. Aber wenn halt irgendwas ansteht, dann geht's halt nicht anders. Ne? Unter der Woche ist ja auch immer viel Arbeit. Da muss man manche Dinge auch einfach aufs Wochenende verlagern, wenn es halt nicht anders geht. So, Frostädtje. War das das hier? Nee, Moment, das war das andere. Das hier war das neue. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Kann mir das eigentlich jemand erklären? Also, ein Frostädtchen mit einem schlechten Wesen zu fangen, ist eine Sache. Aber zwei? Berdi, ich habe es versucht. Aber... Es hat nicht funktioniert. Vielleicht müssen wir doch Glaciola mitnehmen. Wir haben nämlich keine Lust, jetzt noch ein drittes Frostädtchen zu fangen. Ich meine, es wäre cool gewesen, ja, weil die Typkombination ist schon ziemlich geil. Aber... ich weiß nicht. Das ist schon ziemlicher Beschiss.
Jetzt ist halt die Frage, ob wir Glaciola mitnehmen. Was habe ich verpasst? Ein zweites beschissenes Frostettchen. Was ich mit Mühe und Not gefangen habe, nur damit es wieder ein beschissenes Wesen hat. Ja, ich glaube, dann nehmen wir halt Glaciola mit erstmal, ne? Ich glaube halt auch nicht, dass Glaciola bis zum Ende im Team bleiben wird, einfach weil es nur einen Eistyp hat, aber erstmal kann man es ja mitnehmen, ne? Zur Not kann ich ja vor der Liga nochmal alles umändern. Das heißt aber auch, dass wir ihm jetzt erstmal einen Namen geben müssen. Und es ist halt männlich. Das heißt, wir brauchen da einen neuen Namen für. Wir hatten uns hier für Frostettia eigentlich schon einen guten Namen ausgesucht, aber ja, irgendwie, ne? Und so hat das leider nicht funktioniert. Wir haben in irgendeinem Hack schon mal versucht, ich glaube, einen Pikachu zu fangen. Und das ging auch kolossal nach hinten los, weil jedes Pikachu einfach ein richtig schlechtes Wesen hatte. So, ich packe jetzt einfach mal alle auf 5. Na, Kibo nicht, weil Kibo... Na, wobei, ich kann Kibo auch zumindest nochmal ein Level hochpacken oder so. Dann sind nämlich alle ungefähr auf Arena-Niveau. Und dann sind wir da auf jeden Fall, glaube ich, gut aufgestellt. Ich muss dann nur leider die Entwicklung jedes Mal einmal abbrechen. Ja, Sterndus auch, aber ich glaube, es waren auch mal Pikas. Wo wir einfach nicht das passende Wesen bekommen haben. So, und gleich nochmal. Dann haben wir das nämlich auch. Die Frage ist halt, wie nennen wir unser Glaciola? Ich meine, das Geschlecht ist ja aktuell nicht ganz so wichtig, aber ne, wäre natürlich trotzdem ganz schön, da einen passenden Namen zu haben. Nur da war ich jetzt irgendwie auch so gar nicht drauf eingestellt, dass wir da noch einen Namen finden müssen. Warst du der Namensbewerter? Ja. Tja. Jetzt muss ich aber mal einmal kurz auf meine Liste gucken. Die ich leider nicht aufgemacht habe im Vorfeld. Moment. So. Was haben wir da denn potenziell für männliche Namen? Das ist gar nicht so einfach. Ich finde, Glaciola wäre voll eine gute Maki, weil Maki hat Twin Tails und Glaciola hat auch so diese Twin Tails irgendwie. Das wäre irgendwie voll passend. So rein visuell irgendwie. Weil die ultimative Skifahrerin gibt es leider noch nicht. Die Frage ist, ob wir da jetzt so viel Wert drauf legen müssen, dass das Geschlecht jetzt in dem Fall nicht passt. Weil irgendwie alles andere... Weiß nicht. Passt für mich einfach nicht. Ja, es hat Speckschicht. Ach komm. Da guckt doch kein Mensch drauf. So. Und dann habe ich noch einen Eisstrahl, habe ich gehört. Kannst du eigentlich auch einfach Waterpuls lernen? Warum nicht? Flupp. Ja, mittlerweile ist es mit dem Geschlecht sowieso nicht mehr so eng. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn Leute solche Challenges machen, wo sie Pokémon verkuppeln, so hier Wedlock und sowas. Wird man denn eigentlich heutzutage auch blöd angemacht? So in der heutigen Zeit?
Weil, ne, mittlerweile ist das Geschlechtsthema ja doch immer sehr aktuell und viele Leute fühlen sich leider auch immer, also was heißt leider, viele Leute fühlen sich halt von vielem auch angegriffen. Oftmals zu Recht, aber manches finde ich halt auch ein bisschen übertrieben. Aber ich denke mal auch, es ist nur Pokémon. Und Akechi hat den Fressnapf schon wieder umgeworfen, ich habe es genau gehört. Und dir können wir gerne auch nochmal den Eisstrahl geben. Hierhin. So, die Sache ist jetzt natürlich nur, welche Route wir uns vornehmen. Also wo wir jetzt als nächstes lang müssen. Warum bin ich jetzt in die Arena gegangen? Sah aus wie das Pokémon Center von der Farbe her, aber da wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal rein. Weil ich denke, wir haben jetzt 5 Arenen. Das heißt, hier wäre potenziell 6, 7, 8, 9. Und da ist die Liga. Also eine von den Städten hat keine Arena. Aber so oder so wäre das halt unsere Reiseroute. Da wir aber Server bekommen haben, habe ich halt schon das Gefühl, dass das Spiel mir eventuell suggerieren möchte, dass ich erstmal die Wasserrouten abklappern sollte, beziehungsweise dass ich vielleicht auch irgendwo hier... Hallo Dialga. Ob ich hier vielleicht auch irgendwie nochmal hin muss, bevor ich vielleicht weiter kann. Deswegen überlege ich halt wirklich, ob ich vielleicht erstmal hier zum Cape möchte, um zu gucken, ob ich da halt auch wirklich hinkomme oder ob ich vielleicht irgendwo anders hingeschickt werde. Und wenn ich halt den Weg bis dahin frei habe, dann kann ich mir überlegen, wo ich als nächstes lang möchte. Weil, gut, dieses Stück und auch dieses ganze Stück hier hinten kann ich natürlich noch machen. Aber da muss ich ja überhaupt erstmal hinkommen. Ne? Das wäre halt schon ein riesiger Umweg, jetzt wieder zurück zu latschen durch den Berg durch, hierhin bis nach Seaspray zurück. Also eigentlich müsste es hier halt irgendwie nochmal, ne, einen Weg geben, den ich aber irgendwie von hier aus noch nicht gesehen habe. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir vielleicht von hier aus auf die Wasserroute kommen, zurück zur Anfangsstadt. Weil irgendwie habe ich nichts gesehen, wo ich nördlich aus der Stadt raus könnte. Ihr? Da ist ja nur das Museum eigentlich. Und hier ist ja alles zugefroren. Ich meine, da oben ist zwar ein bisschen Wasser, aber da komme ich ja erstmal nicht hin. Und hier im Museum ist ja auch zu. Deswegen habe ich da aktuell keine Möglichkeit, auf die Wasserroute zu kommen. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich von hier aus da vielleicht hinkomme. Weil ich würde schon gern die ganzen Wasserrouten machen, auf jeden Fall. Logisch, ne? Zum einen für die Trainer, zum anderen auch für vielleicht kleine Secrets, wilde Pokémon oder so. Nur wäre es halt jetzt ein ziemlicher Umweg, das zu machen. So ein schönes Pokémon. Deswegen wäre es halt schon cool, erstmal weiterzumachen und dann mal zu gucken, wie ich da am besten hinkomme, bevor ich da jetzt die halbe Weltgeschichte irgendwie latsche. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch Surfer bekommen in der Arena. Ich könnte mir halt vorstellen, dass ich hier auch irgendwo eine Blockade habe. Weil ich fände es irgendwie so seltsam, wenn die Route einfach hier von vornherein offen wäre. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass hier irgendwo vielleicht eine Wasserfläche kommt, die mich blockiert hat oder sonst irgendeine Blockade. Weil ich das, wie gesagt, sonst ein bisschen fragwürdig finden würde, warum ich einfach quasi an der Arena hätte vorbeilatschen können. Wir werden heute wahrscheinlich auch nicht mehr so lange machen. Aber zumindest bis Jan kommt noch. Mal gucken, vielleicht schaffen wir noch so ein paar Trainer. So, die war jetzt schon mal keine Hürde. Wieso kann ich hier random den... Kann ich da den Bäumen durch? Oder ich habe einfach, da könnte ich quasi an Land. Aber da muss ich auch erstmal irgendwie hinkommen. Da oben ist noch ein random Skifahrer, der mich will. Wisst ihr, was jetzt auch so das Highlight wäre am Ende vom Stream, wenn ich doch noch random Mopsy finden würde? Je früher Jan nach Hause kommt, desto früher kann ich auf meine Insel zurück. Richtig. Nein, das nicht. Hier. Da ist noch ein Item.
komme ich an dem vorbei, aber der hat sich auch nicht mehr anlocken lassen. Ist das Problem. Bin noch mal gespannt, wie groß das Eisgebiet letztendlich noch sein wird. Weil da muss ja jetzt auch irgendwie ein Übergang sein. Welche Typen haben wir jetzt eigentlich noch für die Arenen? Feuer auf jeden Fall. Und Kampf. Und ich meine auch noch Gestein, oder? Wenn wir dem Leuchtturm jetzt mal Glauben schenken. Aber ich meine, Feuer war vielleicht das nächste, oder? Gestein. Bin mir nicht ganz sicher. So oder so, wenn ich mir angucke, was da noch für Arenen potenziell kommen, weil bislang stimmte der Leuchtturm mit seinen Typen, dann möchte ich meinen Morabel eigentlich auch nicht hergeben. Also dafür, dass es nicht geplant war, ist es dann doch irgendwie mittlerweile sehr wichtig fürs Team geworden. Sag mal, Kai, wieso hast du Rosanna eigentlich so? Oder Cossilla? Ich meine, es ist auch nicht mein Lieblings-Pokémon, aber gibt's da eigentlich einen Grund für? Vielleicht von der anderen Seite? Vielleicht muss ich die alle rauslocken und dann einmal außenrum? Ach guck mal, da ist aber auch schon das Wasser. Weil wie gesagt, ich habe ja versucht, ihn so weit wie möglich rauszulocken und das hat halt nicht geklappt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man von der anderen Seite vielleicht drankommt. Warum habe ich eigentlich Maki immer vorne, wenn ich genau weiß, dass das hier keine gute Idee ist? Man weiß es nicht. Aber immerhin haben wir unseren Eisstrahl. Das ist auch schon mal gut. Weil Glaceola ist auch so ein Pokémon, was sehr oft das Problem hat, dass du mit ihm nicht so viel machen kannst. Du hast dann den Eissturm und einen Eissplitter. Und musst dich dann halt sehr lange damit rumärgern, weil es ja auch keine Zwischenstufe lernt, also kein Aurora-Strahl oder so. Deswegen ist es schon schön, dass wir den Eisstrahl jetzt direkt haben. Eklig und creepy. Das arme Rosanna. Aber wie gesagt, das ist auch nicht so mein Lieblings-Pokémon. Aber Cossilla finde ich tatsächlich ganz witzig dank Pokémon Channel irgendwie. Also Cossilla hat ja glaube ich sogar zwei Fernsehprogramme in Pokémon Channel. Und eins davon war dieses Aerobic-Programm, das fand ich einfach immer super witzig. Ich weiß auch nicht. Pokémon Channel ist ja schon sehr trashig gewesen, aber ich habe es als Kind schon echt gern gespielt. Da habe ich immer gefreut, wenn ich per Shiki-Shopping irgendwas bestellt habe und es wurde dann am nächsten Tag geliefert mit Botogel. Nur, dass ich mir die Pichu Bros 30 mal angucken musste, das war nicht so witzig. Ich glaube, viele hatten es nur wegen Jirachi. Aber ich habe es tatsächlich gerne gespielt. Oh. Ich frage mich halt wirklich, ob ich von der anderen Seite an die Items komme. Weil den habe ich ja versucht anzulocken und das ging nicht. Und weiter hochlaufen hätte auch nicht funktioniert. Aber hier ist auch dann schon direkt eine Höhle. Ich habe keine Ahnung. Du. Fangen wir dann. Oh. Ich glaube schon fast, die Pilzspüre muss jetzt mal so langsam weg. Die sieht sowieso ein bisschen falsch aus. Und Nagito hat heute einfach nichts gemacht, aber ne, war auch ein bisschen schwierig. Hier könnte es potenziell... Warum sitze ich auf einem Goldini? Man weiß es nicht. Aber hier könnte es potenziell Seemöpfchen geben. Da ist der Icicle-Tunnel. Würde ja schon gerne mal gucken, ob ne, es hier wilde Pokémon gibt. Ich habe halt nur gerade noch meinen Schutz aktiv. Der müsste mal kurz auslaufen. Seemops? Phlegmon. Nah dran.
Nur wie gesagt, das mit den Skifahrern finde ich irgendwie seltsam, weil ich habe mich ja wirklich am entferntesten Punkt hingestellt für den Skifahrer und er ist nicht runtergekommen. Sonst noch irgendwas Interessantes? Fleckmann. Gut, und da ist dann jetzt der Tunnel. Den würde ich aber vermutlich dann sowieso beim nächsten Mal machen, aber ich kann zumindest einmal kurz reingucken. Weil haben wir das Gebiet zumindest bis hier schon mal abgeschlossen. Was ist denn da drin? Mehr Skifahrer. Das Eisgebiet ist schon echt groß. Hätte ich nicht gedacht, weil wir haben so eine kleine Route gehabt. Dann hatten wir die Stadt. Dann hatten wir diesen ganzen Berg, wo man Skifahren konnte. Und jetzt hier nochmal die Route mit dem Tunnel. Ich gucke mir nochmal so ein paar wilde Pokémon hier drin an und dann machen wir für heute auch langsam Schluss. Den Tunnel würde ich dann beim nächsten Mal, wie gesagt, auf jeden Fall machen. Hallo Keifel. Und dann muss ich, wie gesagt, mal gucken. Ich würde vielleicht wirklich einmal bis zur Nachbarstadt laufen. Und dann mal gucken, wie ich auf die Wasserrouten gegebenenfalls komme. Weil ich sag mal, solange die Trainer keinen riesigen Levelsprung machen, um Gottes Willen, gehe ich nicht davon aus, dass das Spiel verlangt, dass ich die Wasserrouten nochmal abklappere. Aber mal gucken, ich kann ja auch noch nicht fliegen, ne? Das ist das Problem. Sonst wäre das alles sehr viel einfacher. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt hier ungefähr die gleiche Pokémon wie vorher auch. Plus Zubat. Na gut, aber zumindest mal reingeguckt. Und konnten vor dem Sneebel nicht fliehen. Es ist immer faszinierend, wie langsam Luxtra eigentlich ist. Mein Sneebel ist natürlich auch sehr schnell, aber trotzdem. Ist genau wie Ampharos, wo ich auch immer denke, Elektro-Pokémon ist halbwegs schnell und eigentlich eher nicht so. Okay, dann kommt Jan gerade nach Hause. Perfekt. Dann stelle ich mich hier hin. Hallo? Warum machst du die Haustür nicht zu? Okay. Die ganze Nachbarschaft kann jetzt meinen Stream hören, solange Jan die Tür nicht zumacht. Es kommt kalte Luft rein. Oh mein Gott, ist das kalt. Bist du durchgefroren? Es geht. Ich bin nur gerade einmal, ich glaube, ungefähr etwas über Knöchel hoch in den Schnee einversunken. Oh nein. Dann wärm dich erstmal auf. Ist also kalt ist es nicht, es ist nur sehr eklig zu fahren. Okay, aber da sind wir wie gesagt für heute auch fertig. Ich wollte ja sowieso jetzt vor der Höhle Schluss machen. Von daher gesehen hat das ja eigentlich jetzt auch perfekt gepasst mit Jans Ankunft.